Die Elbbrücke, ganz im Norden Sachsen-Anhalts, es ist die Landesgrenze zu Brandenburg. Mehr als eine geografische Grenze soll sie zukünftig nicht mehr sein, jedenfalls nicht nach dem Willen der regionalen Wirtschaft. Auf Initiative des Regionalausschusses Altmark der IHK Magdeburg, der Wirtschaftsinitiative Westprignitz e.V. sowie des regionalen Wachstumskern Prignitz wurde am 8. Juli 2022 ein kreisübergreifender Kooperationsprozess zur gemeinsamen Entwicklung des Wirtschaftsraums Altmark-Prignitz angestoßen. Hintergrund ist, dass sich die ländlich geprägten Wirtschaftsregionen Altmark und Prignitz aktuell in einem tiefgreifenden Transformationsprozess befinden, welcher sich unter anderem durch den demografischen Wandel und die zunehmende Digitalisierung zukünftig noch weiter verstärken wird. Die Intention der Interessensgemeinschaft ist, gemeinschaftlich die Wirtschaftskraft und damit die Zukunftsfähigkeit beider Regionen nachhaltig zu stärken. Die unterschiedlichen Profile, Stärken und Kompetenzen der beteiligten Partner bieten dabei ein großes Kooperationspotenzial. Die Landesgrenze soll uns nicht trennen und die Elbe schon gar nicht. Sie soll uns verbinden. Wir wollen einfach hier ganz bewusst aus dieser Wirtschaftsinitiative hinaus bis hin der Wirkung auf Politik und Verwaltung wollen wir gemeinsam arbeiten, gemeinsam die Herausforderungen, insbesondere die großen Herausforderungen der Zukunft angehen, Kräfte bündeln. Denn über viele Jahre der freundschaftlichen Zusammenarbeit hat man festgestellt, wir haben unfassbar identische Herausforderungen, was gerade den ländlichen Raum betrifft und auch die zum Teil Entfernung auch zu den Landeshauptstädten. Und diese Kräfte zu bündeln, um tatsächlich hier auch eine gemeinsame Stimme zu haben. Und wie so in vielen Bereichen, bis hin zum Sport, gemeinsam kämpft es sich immer leichter, wollen wir das hier auch im Rahmen dieser Wirtschaftsinitiative machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz und vielleicht sogar auch ein gutes Beispiel. Ein für die Kooperationspartner übergeordneter Grundsatz ist, dass der ländliche Raum gleichrangig mit den Oberzentren entwickelt werden muss. Das Ziel gleichwertiger Lebensbedingungen in den Regionen darf von der Politik nicht aufgegeben werden. Dazu gehört eben auch die Infrastruktur. Ja, ich sag mal, A14 ist natürlich der absolut springende Punkt. Das war genau dieses Thema, was uns damals eigentlich mit den Unternehmen in Sachsen-Anhalt zusammengebracht hat, dass wir vor einigen Jahren auch darauf aufmerksam gemacht haben, in der Mitte der Brücke, dass hier nicht nur einfach nur eine Grenze ist, sondern dass wir zusammenarbeiten müssen. Denn wir fahren ja alle über diese Brücke, egal woher wir kommen. Und da haben wir auch den gemeinsamen Kampf gemerkt, den wir führen müssen, um die Autobahn nach vorne zu bringen, damit wir zum Beispiel auch, ja, ich sag mal, in der wirtschaftlichen Geschwindigkeit auch weiterarbeiten können. Die A14 muss hierher kommen, sonst brechen wir hier alles zusammen aufgrund der Verkehre. Unter einem gemeinsamen Dach wollen die beteiligten Partner ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen und die Regionen Altmark und Prignitz als attraktive Zukunftsstandorte positionieren. Unterstützung kommt auch aus der regionalen Politik. Ja, ich finde es sehr bemerkenswert, dass die Wirtschaft hier vorangeht, dass die Wirtschaft nicht nur Verbände, sondern auch Unternehmer sich hier treffen und gemeinsam vereinbaren, für die Region tätig zu werden. Und das ist eine Haltung, die man nicht immer hat. Häufig wird gesagt, so, wir machen unser Unternehmen und die Städte und Gemeinden sollen für Attraktivität sorgen. Und dass wir hier das Signal bekommen, gemeinsam den Standort in der Attraktivität mit Lebensqualität, gerade angesichts Fachkräftemangel, Ärztemangel, hier zusammenzustehen und den Standort zu vermarkten nach außen hin und zu vertreten und auch Lobbyarbeit zu machen im positiven Sinne, das finde ich bemerkenswert und total gut. Und so wurde nun vertraglich formuliert und fixiert, sowie mit einem Namen versehen, was in der Region bereits gelebt wird. Der große Kuchen wird symbolträchtig angeschnitten, es wird genetzwerkt und die Zukunft vorbereitet. Einer, der diesen Prozess seit Jahren aktiv seitens der IHK begleitet, ist André Rummel, jetzt Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Dann muss man positiv hervorheben, dass die Zusammenarbeit der beiden Regionen sozusagen ein Prozess von unten nach oben ist. Die Wirtschaft will das tun, die Menschen wollen das. Und das stimmt mich eigentlich glücklich, dass gerade in den beiden ländlichen Räumen hier so eine Zusammenarbeit erwächst.
Was ich auch positiv finde, ist, dass die beiden IHK, die hiervon berührt sind, nämlich die IHK Potsdam und die IHK Magdeburg, auch zusammenarbeiten werden bei dem Thema. Wir tun das ohnehin aufgrund unseres Auftrages, den wir haben. Aber ich denke hier nochmal in besonderer Art und Weise, weil wir auch den beiden Regionen Altmark und Prignitz verbunden sind.